So, jetzt sind wir eine Runde online. Jetzt hat es auch geklappt. Ich musste noch ein paar Einstellungen ändern. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall am Start mit einer Runde Dark Souls 3. Ja, und ich denke, wir fangen einfach mal direkt an mit Dangalf Lermin in Irith Hill etwas weiter aufzuräumen. Dazu habe ich mir ein Bierchen geöffnet. Prostata. So ein selten dämlicher Spruch, ne? Prostata, ey. Wer sagt sowas heutzutage denn noch? So, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Es ist alles eigentlich schön vorbereitet. Und dann wollen wir freitags abends mal die Zeit ein wenig nutzen. Morgen geht's ja mit Ben auf den Stream. So, Dangalf Lermin. Tachchen. So. Und ab geht's. Und das ist schon ganz nett so. So, ich muss dran denken, hier kann man nicht springen jetzt. Ich hab's jetzt komplett anders mal angeschlossen und hab jetzt hier auch die komplette Kontrolle. Nur hier über den Fernseher habe ich jetzt halt nicht den ganzen eingestellten Kram, den ich vorher mal hatte, sondern ja, jetzt haben wir oder habe ich eben entsprechend. Ach nee, ey. Habe ich den Fernseher bei einer Abbiegung vorher dran stecken, nicht hinter dem Laptop. Das hat immer ein bisschen Versatz gegeben, sondern ich habe ihn entsprechend zwischen oder vorher abgebogen extra als Monitor eingerichtet, während der Laptop halt jetzt fürs Streaming gedacht ist. So, Kirche von Joschka. Ich sage an der Stelle immer Joschka Fischer. Falls den noch wer kennt. So, und dann wollen wir mal schauen. Irith Hill ist in der Tat eines meiner Lieblingsgebiete. Bisschen ungewohnt, jetzt alles doppelt zu sehen. Aber nun gut, nutzen wir alle. So, und jetzt sind wir hier nämlich nicht bei Elden Ring. Das heißt, ich kann mich selber einfach mal so ein bisschen darunter packen. Und ich glaube, die. Nein. Alter, was soll das denn jetzt? Freude, ey. Technik wieder mal. Alter! So, jetzt aber hier. Und die Zuschauer pappen wir da mal hin. Müsste eigentlich ganz in Ordnung sein. So, und jetzt müsste eigentlich. So, alles wunderbar sein. Ja, wir waren hier in Irith Hill. Echt tolles Gebiet. Wie gesagt, eines meiner Lieblingsgebiete in Dark Souls. Drei, Moment, ich muss mal eben. Ne, doch, da ist ja sogar was. Verzeichnis der Ritter. Ah, ja. Meine Güte. Ja, ihr könnt auch gerne im Chat vorbeischauen. Hier ging es ein Treppchen hoch, ganz genau. Aber da gab es nicht viel. Stimmt. Ach ja, stimmt, ich entsinne mich, was das war. So. Lass uns erstmal eine Runde erkunden hier. Und dann schauen wir später mal. Hier war irgendwo da hinter dem Baum. Ja, muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Magierbild. Ich glaub's ja wohl. Oh, er hat sich wieder unsichtbar gemacht, der Knilch. So haben wir aber nicht gewettet. So, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Bosse. Denn die hinterlassen einem wirklich für Magier ganz gutes Loot.
Das ist doch eine Falle gewesen. Ja, moin. So, und hier hinter war irgendwie ein Knochensplitter, ne? Ja, ganz genau. Auf geht's! Ich muss mal gucken, dass ich den Laptop noch ein bisschen anders hinstelle. Ein hoch auf rollbare. So, dann habe ich das alles nämlich ein bisschen besser im Blick. Naja, von wegen, von hinten hier. Oh, ich muss dran denken. Das ist nicht Elden Ring, wo ich ein Großschild habe. Boah, wie ich Hundeviecher hasse in diesem Spiel, ne? So. Ah ja. Von wegen scheinbare Wand, da ist nichts. Diese ollen Lügner immer. So, ich glaube, damit haben wir es, ne? Ne, von da bin ich gekommen, alles klar. Ach, den habe ich jetzt gar nicht, den Zauber. Moin. Diese Stelle war so ein bisschen ätzend in der Tat. Denn das lieber mal einen Snack nehmen. Ach, da hinter mir. Da oben war irgendwie so ein Magiehannes. Ach. Skadoosh. Ihr seid ja nett. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her und warum kotzen sie nicht zu? So, noch einer, kommt alle her. Hier gibt's Kaffee und Kuchen, ey. Noch wer? Soll ich noch Tee aufsetzen oder Kaffee? Unglaublich, ey. Oh, der neue Stuhl ist echt super, aber das Einzige, was blöd ist, er zieht mir immer das T-Shirt aus. Ja, da hinten, da stehst du, ne?
Da. Alter. Nur weil du so blöd bist, muss ich auch so blöd sein, oder was? So. Bekleckere mich hier mit Ruhm. So, das sieht aber doch mit dieser Kamera ganz gut aus. Die zweite Kamera, die ich morgen für Ben habe, die ist nicht ganz so prall. Da sieht man dann vor dem Greenscreen halt trotzdem noch irgendeinen Schamott. Moment, das ist mir jetzt irgendwie zu heiß. Kinders. Nee, zuschlagen wollte ich nicht. So. Moin. So, entschuldige, dass ich dich beim Chillen störe. So, zack. Kette nach hinten, gute Truhe. Ja, Joschka Fischers Speer. Können wir mit dem Ding irgendwas anfangen? Der ist, glaube ich, eine Glaubenswaffe, ne? Heiligen Zweizack. Das ist die Waffe, die in Dark Souls 2, glaube ich, der Gargoyle-Speer war und eine Bosswaffe. Da. Ja, das ist eine Glaubensklerikerwaffe. Da können wir nicht so viel mit anfangen. Oh, ich mache sogar noch eine schnelle Rolle damit. Das ist ja mal fesch. Naja, gut. Man hört noch was. Man hört Atemgeräusche. Da. Sag mal. Noch drei Estus. Damit komme ich noch ganz gut über die Runden. Okay, ich glaube, als Magier sollte ich so langsam auch anfangen, die Magie-Dinge zu stufen. Da habe ich nämlich noch ein bisschen wenig. Huch! Da wolltest du ganz verwegen sein, ne? Ja. Hat nicht ganz geklappt. Das wusste ich noch. Sehr schön. Und zwar hier aber auch nichts mehr. Mhm. Einmal kurz gucken, was so der Stream selber sagt. Hervorragend, sagt der Stream. Das ist schon mal gut. Sehr schön. Ja, ich denke, so ist das die beste Variante. Muss man denn so rum? Das war dumm. Das war. Oh, das war dumm. Freunde! Alles gut! Alles ist gut! Kein Grund auszuflippen! Oh, da könnte ich nochmal umdingsen. Mal ein bisschen. Dieser einsame Blutfleck hier. Ja, das hat nicht geklappt, Kumpel, ne? Das sieht man. Ah, die Alte zaubert. Der, die, es. Hallo? Ja, zauber mir in den Rücken. Danke! Ja, ist gut. Ich habe deine Homies alle schon ins Jenseits gestickt. Und du folgst jetzt. Aber hier ist ja bald auch ein Bon. Mann, 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 Mann. Ach so. Ja, hier gibt es sehr viele BKK. Blaue Käferkügelchen. Na, eine nächstes Flakon. Und die komischen Spinnenviecher da unten. Die ich ja hasse.
Nein, hier springt man ja anders. Egal. Na gut. So, da war doch noch. So, ist nicht mehr ganz so lebendig. Alles klar. So, und da ich beim letzten Mal ja schon das Vieh auf der Brücke gelegt habe, muss ich es jetzt nicht nochmal machen. Ich gehe erst zum Bonfire. Jetzt habe ich den kleinen Kapuzenzipfel nicht losgeschickt, ne? Naja, gut. Whatever. So. So. Ach so, hinsetzen wäre eine coole Sache. Und einmal kurz zum Feuerbach schneiden. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Moment, ich muss mich erst immer wieder umgewöhnen. Wenn man Elden Ring gewohnt ist, ist das halt wieder mal so eine Sache. So. Also. Ich habe nämlich, glaube ich, noch ein paar Waffen, die ich loswerden möchte. Und dann wollte ich noch mal kurz gucken. Aha. Ching, 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 ching. Ja, weiß Gott, wie viele Schwerter. Ja, das wäre auf Dauer vielleicht auch noch eine ganz interessante Waffe. Könnte auch gucken, ob man sich einfach mal ein Langschwert schnappt und das durchwirkt irgendwie später mal. Ach, da ist das Astora-Großschwert. Genau, das kann ich zweihändig führen. Ja. So, doppelt habe ich sonst, glaube ich, erstmal nichts. Das ist wie im realen Leben. Nichts wegwerfen, man könnte es ja eventuell, ja gut, das können wir für zwei Seelen verkaufen und auch diesen Berufsschild werden wir niemals benutzen, schätze ich. Nee. Ashen One, be sure. Be sure? Wie? Habe ich denn überhaupt noch... Jo, ich hab noch so ein paar. Na, so ein paar Seelen braucht man noch. Dann gehe ich lieber und mach das mit Hilfe von Gegnern. So. Ja, dann machen wir doch direkt mal da weiter. Ja, das Problem ist, wenn ich halt den Fernseher hinter den Laptop klemme, sozusagen als weiteren Monitor, dann habe ich zwar alles, was ihr auch im Stream seht, der Chat, wenn denn jetzt im Moment jemand chatten würde, und so weiter, dann hätte ich den eben hier auch auf dem Bildschirm. Aber das Problem ist, dass das durch das ständige Durchschleifen, durch verschiedene Geschichten, doch ein wenig umständlich zu spielen ist, beziehungsweise umständlich ist jetzt übertrieben, aber nicht so angenehm. So, jetzt muss ich gucken. Irgendwo hier war entweder noch ein Zauberspruch oder ein Wunder. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Das ist immer gut. Seelencontainer. Da hinten warten. Ach, ich wollte die Flasks noch umändern, ne? Ach.
Ich hasse das mit der Zielanvisierung, ne? Ja, die Viecher sind schon ein bisschen fies. Wo war da noch eins? Ach nee. Ja, war ein Wunder. Okay. Kann ich, Klammer auf, noch nicht viel mit anfangen. Nutzt alle nix. Ah, Moment. So ein paar Dinge müsste ich eigentlich noch machen vorher. Das fällt mir gerade ein. Warte. Ah, das hätte ich fast vergessen. Muss mal gucken. Ich hoffe nicht, dass das schon zu spät ist. Das muss ich jetzt glatt mal abdecken. Heieiei. So. Steckt unser Zwiebelritter noch da drin im Brunnen? Moin. Nee. Ja, er ist noch da. Alter, was soll das denn jetzt? So. Wir streamen aber noch, hoffe ich. Ja, das sieht gut aus. Oh. I know that voice. Just how long has it been? It's me, Siegfried of Katarina. I'm loath to admit it, but I've been had. Someone's swiped my armor. Stibitz. Did you happen to see it anywhere? Nee, oh. Leider noch nicht. Yes. Not to worry. Great planning begins great fortune. An old tenant of the Knights of Katarina. And up. Ha 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 ha. Jo, Update installiert. So. Siegfrieds Quest wollen wir ja doch irgendwie machen. Das heißt, jetzt müssen wir noch ein bisschen rumhampeln dafür. Ach. Mann, Mann, Mann. Mal eben kurz was aus. Ach, das ist... Upsa. Da wollte ich hin. Wirklichkeit. Aha. Finde ich auch blöd. Okay. Wir belassen es mal so. Mhm. So. Au. Ach, 20.000 kostet der. Kriegen wir hin. Ah. Ah. Mm-hmm.
So. Quatsch. Da. Ja, ja. Noch so ein paar Dinge besorgen. Lasst mich raus. So, jetzt aber. Ach, der alte Riese. Reminiszenz. Ach so, da hätte ich vielleicht einen Zwischenstopp machen müssen. Egal. So, als erstes. Boing. So. Ich weiß gar nicht, war hier noch ein Gegenstand auf dem Dach? Oder war hier nur das Nest? Auf jeden Fall gibt es hier... Genau. Mit dem kann man Gegenstände tauschen. Ah, du liebe Zeit. So. Und hier haben wir nochmal ein Nest. Ja, 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 ja. Gib uns weich. Ah, die gab's hier auch. Stimmt. So, und dann gab's da, glaube ich, noch eine Illusory War. Ah, sehr gut. Da hinten konnte man sich nämlich... Erst gucken, ja. Der silberne Schlangenring. Not bad, not bad. Boinks. Wenn wir jetzt gerade hier sind, dann kann ich auch eben zu André. Stimmt. Ah, there you are. You know what everyone's. I might as well. Thank you. And so, ihn schicken wir mal los. Ah, well, did what? Bla 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 bla. Das können wir erstmal so lassen. Gucken wir mal, können wir immer noch ändern, wenn es irgendwann mal brenzlig wird. So, weiter geht's. Wir haben ja noch nicht alles erkundet da. Für 20.000 Seelen erwarte ich da auch... Erwarte ich jetzt auch mal hier richtig was... So. Ich bin ja mal gespannt, wie das mit den Bossen so wird. Als Magier ist das ja echt komisch. Beim vorletzten Mal hatte ich ja echt Trouble mit den Diakonen des Abgrunds. Eigentlich einer der leichtesten Bosse überhaupt. Da unten ist noch eine Echse. Ja, komm. Die nehmen wir noch eben mit. So, ich hätte mich auch mal ans Feuer setzen können, kurz. Egal. So. Wow, zwei Schläge. Yeah, sehr gut. Das kann man immer gut gebrauchen. Ah, das ist ja natürlich ganz schön. Obwohl, da komme ich ja nicht mehr hoch, ne? Egal, gehe ich eben einmal rum. Hier Burg Lothric natürlich hoch erhaben.
Sehr schön. Oh. Noch eine Seele vergessen. Oh, hier haben wir Heimatknochen. Nehmen wir immer gerne mit. Ja, was ich halt sehr schön finde, ich wiederhole mich da, glaube ich, auch. Deswegen ist Elden Ring auch nicht ganz so hoch bei mir im Kurs. Das ist aber natürlich immer eine persönliche Vorliebe. Ist diese Kompaktheit. Dark Souls oder Bloodborne, gerade Bloodborne ist in seiner Kürze halt wirklich, wirklich richtig gut geworden, weil es genau die richtige Länge hat, ohne irgendwie langweilig zu werden oder so. Und das mag ich halt besonders gerne. Zu Sekiro kann ich dazu in der Hinsicht nicht so viel sagen, weil ich das ja nicht so lange gespielt habe. Ich werde es mir irgendwann nochmal, Feuerhüterseele, irgendwann mal wieder zu Gemüte führen, wenn ich vielleicht mal wieder Lust oder die Zeit habe. Aber das werde ich definitiv nicht streamen, weil mir das zu viel Arbeit ist. Also das Spiel an sich ist mir zu viel Arbeit, nicht das Streamen. Und ich sag mal so, wenn ein Spiel in Arbeit ausartet, dann ja, weiß ich nicht, ob es Sinn macht, da Leute da draußen mit, sag ich mal, reinzuziehen. Das ist ein Spiel, wo ich wirklich merke, da muss ich mich lange, lange, lange reinfuchsen und wirklich viel trainieren für. Und ob ich diese Zeit so investieren möchte, kann, auch als arbeitende Bevölkerung, ist das halt immer so eine spezielle Geschichte, ne? Ach, guck an. Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Have no fear. There's beauty in death. Besides, you're surrounded by ladies. Every man's dream, right? Halt die Fresse, Patches. So, jetzt wird's lustig. Musste ich mich da rollen oder musste ich da springen? Ich weiß das nicht mehr. Gut, es ist diese Fliesenreihe. Springen, ja, super. Juhu! Ah! Nein! Ja, das wird jetzt lustig. Das ist ein großer Spaß, das jetzt immer und immer wieder zu probieren. Denn die Gegenstände sind super. Dann war es, glaube ich, Rollen. Hoffe ich. Also, auf ein neues. Mein Gott, mit diesem Nebel hier, ne? Das ist so, wenn es früher die Sonderangebote bei Aldi gab. Da stand man dann auch erst stundenlang vor verschlossener Tür, bis man dann endlich mal rein konnte. Ja, hier musst du warten, bis du rauskommst. Ah. So. Und was ich bei Elden Ring echt teils etwas nervig finde, ist die Tatsache, dass da ständig Musik ist. So, rollen. Ah, nein, zu weit links! Oh, ha, ha, ha. Hallo? So. Meine Güte. Und das war so ein Ring mit Estus, ne? Ja, ist. Ja. Oder so. So. Ha! Den habe ich ja noch gar nicht besiegt. Hier in diesem Walkthrough. Ja. Moin! Ha! Komm doch nicht sofort! Du Knilch!
Lass mich. Katana Klaus, ey. Gut, der war ja jetzt gar nicht mehr so schlimm. Aber stimmt, auf dieser Seite war ich ja noch gar nicht. War ich hier rundherum noch gar nicht? Oder nur auf der einen... Nee, ich war hier rundherum noch gar nicht. Ist ja nicht wahr. Mein Gott, alles mal eben auf die Schnelle abgefrühstückt. Schlimm ist das. Der Ost-West-Schild. Das ist doch ein Paradoxon. Kann doch nicht gleichzeitig Ost- und ein West-Schild sein. Läuft bei dir. Noch ein Schild. Ach, Blut ist ein gutes Stichwort. Okay. Ja, die Ringe sind schon eigentlich relativ wichtig. So, Patches muss ich noch zur Rede stellen. Der hat sich nämlich hier in so eine Ecke verzogen. Der kleine Pimpf, ey. Da, Tür ist wieder zu. You're alive. Yeah. Now, hold your horses. Let's have a nice talk about this. Uh-huh. I'll come clean. I did you wrong. I didn't mean it, though. Not one bit. You get these urges, running the business and all, and I hate myself for it. I do. You know what I mean. Terrible, really. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all. And that's what counts, right? Naja, er ist ein Händler. Oh, fantastic. A wily second chance. I knew you'd understand. I just knew it. The heart of a lion. A model for the rest of us. A true friend. Forever. Ja, bla bla bla. Er hat nämlich jetzt diese lustige Rüstung. Des Ritters. Okay, da braucht man einige Seelen für, um sich die leisten zu können. Can't find anything you like. Hey, ich hab nicht genug Geld, du Plinse. Mal gucken. Ja. Gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mal eben kurz eine Runde in Irithyll farmen gehen. Mein Gott. Junge Frau, das Sitzen hier im Zug, im Feuerbandschrein, auf den Treppen ist verboten. Notausgänge müssen freigehalten werden. Also bitte. Mann, Mann, Mann. Immer wieder... dasselbe. Zentrum. So. Abfahrt. Ich drückte jüngst diesen Knopf. Mal gucken.
Das können wir aber mal kurz in der Tat tun. Einen silbernen Schlangenring anlegen. Alter. Scheiße! Alter! Mein Gott, ruhig, Bruder! Hallo! Danke, lieber Brunnen! Meine Güte! So, dafür gibt's ordentlich Seelen. Die eskalieren auch immer so. Muss denn das sein? So. Nein, du sollst mich nicht bespucken. Jetzt komm. Scheiße! Ja, den kannst du meinetwegen machen. Na komm, 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 komm. Hier. Tschüss. Das ist ein schöner Angriff. Tschüss. So, jetzt haben wir sein Schild auch. Nein! Diese... Ich hasse es. Ist sie zu dick? Die ist zu dick. Was gibt die jetzt? Ja, immerhin 880. So, ich brauche ein bisschen mehr Mana-Punkte demnächst mal. Naja, mal hin. Das gibt ordentlich. Ja, jetzt sind sie ein bisschen verwirrt, die drei. Das ist so typisch, ne? Okay. Hier mit eurer Prozession immer, ne? Hallo? So geht ein Stich. Boah, wie die da lang spazieren, ey. Das ist doch nicht in der K-Woche hier. Oh. Mann, Mann, Mann. Seht zu. Ich hab's eilig. Hui, die komplette Rüstung. So, Freundchen. Mach deinen Buden sauber. Ja, das ist gut. Skadusch. Huhuhu. Ups. Und tschüss.
Gut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ach, schade. Hat nichts hinterlassen. Ach, ich könnte ja noch für einen besseren Dings-Outcome. Na, jetzt ist egal. Oh, mit der Magie müsste ich noch hinkommen. So, dann warten wir mal kurz, bis die zwei Herren. Ja, der eine hat mich bemerkt. Nee, echt jetzt? Scheiße, das ist jetzt ganz übel. Nicht gut. Geh weg! Nein, lass mich! Der letzte hat mich dann. Eieieiei. Du möchtest. Springt der daran vorbei? Lass mich! Lass mich in Ruhe! So, jetzt ist hier aber. Ach Mist. Was kommt davon? Boah. Alter, hör auf so zu eskalieren, ey! Freundchen. Hör auf hier um mich. Was ist denn heute mal wieder los mit der Gegner-KI, ey? Die spackt völlig ab. Hardcore-Eskalationsmodus, ey. Ich sag ja, die Irren von Irrefill. Mann, Mann, Mann. Oh, da links habe ich wieder was übersehen. Ne, das hatte ich aber schon geholt. Lassen wir die mal da vorbei tapsen. Mein Gott, muss die denn eine extra Wurst? Oh shit. Ach ne, die sind nur gedreht. Ich glaube, da gab es noch einiges. Hallo? Hallo? Nein! Alter Falter, ne? Es ist manchmal ein bisschen zum Brechen, ne? So, klickerst du jetzt hinter mir her oder nicht?
Die Zielanvisierung als Magier, ne? Hallo? Hallo? Juhu! Alter! So. Der andere steht da halt dekorativ in der Gegend rum. Und geht einfach weiter. Alter, das ist asozial hoch 10. So, jetzt ist hier Schluss mit lustig. Ein Schild kannst du hochhalten, so viel du willst. Du Knilch, ey. Mann, ey. Nein! Oh, der hat noch getroffen. Sehr gut. Lass mich bloß in Ruhe. So. Jetzt haben wir schön Seelen gefarmt. Das ist schon mal gut. Oh, Moment. Da war, glaube ich, linksrum noch eine. Und soweit ich mich erinnere, war da... Nee. Irgendwo da war eine Secret Door. Aber... Ja. Ah, nein. Das war dumm. Aber wenigstens konnte ich ihn noch auf die Reise schicken. So, mach was. Wo flog der denn jetzt lang? Das war dumm. Shit! Und der war... Alter, wo geht das denn hin? Egal. So. Nee, ey. Noch so ein Knilch. Ach, ja, komm. Okay. Ich schieß gegen deinen Kackschild so lange. Mann, oh Mann. Gut, gucken wir mal, wie viele Rüstungsteile ich jetzt mittlerweile habe. Na gut, damit kann man... Hier, das war... Ja gut, hier haben wir auch eine Nachricht. Irgendetwas voraus. Magieklauenring. Das heißt, wenn ich eine magische Waffe habe, verstärkt er die Angriffe. Oder verstärkt er sogar die Angriffe mit Magie an sich. Da oben ist noch eine Seele. Die können wir uns auch noch eben schnappen. Container. Alles klar. Jo, wird mir hier auch aufgezeichnet, wie lange ich schon online bin. Sehr schön. So. Nach oben muss ich. Ich muss zu Patches. Oh, yes, yes. What can I do? Aren't you glad we made good of things? Total.
Ja, ich bin mal, wie gesagt, gespannt, wie das mit so manchen Bossen wird. Ich glaube, der nächste Boss könnte relativ einfach sein mit Magie. Der übernächste Boss wird, glaube ich, etwas schwieriger. Das Shield of Wand, also das Verlangen, es vernünftig zu tragen. 18 Stärke. Na okay, da brauche ich ja einiges an Stärke für. Hä? Habe ich die nicht komplett? Oder gehörte da noch was zu? Habe ich was vergessen? Das kann natürlich sein, dass ich vergessen habe, eine Sache zu kaufen. Gucken wir nochmal. Wird sich dann ja finden lassen. Ach, Quatsch. Na. Aber mit diesem Mantel, der da so hinterher weht, das ist auch so typisch Bloodborne noch, ne? Yay. So. Habe ich vergessen? Ach. Ja, ich hätte vielleicht noch die Gamaschen mitnehmen können. Thanks, good. Ja, sei froh, dass ich dich nicht gemeuchelt habe. So, jetzt aber. So. Ja, okay. Also. Oh, sehr gut. Wir wollen es alle halt mal genau wissen. Okay. Damit haben wir das nämlich auch gemacht. Jetzt können wir da nämlich weitermachen.
Wie hieß es so schön? Das Scheißhaus war voll! Moin. Ja, kommst du? Mal das Shield of Wand. Geben die nämlich noch mal ein bisschen mehr. Ah, okay. Dann zieht das unglaublich viel. Alles klar, nee, das lohnt sich an der Stelle dann nicht. Weil das unfassbar viel Ausdauer dann abzieht über Gebühr. Das muss halt nicht sein. Oh. Wieso hinterlassen die eine grüne Blüte? Naja. Plöpp. Geil. Das wurde noch so nachträglich, haben sie die hier vorne reingerendert. Geil. Ja, die Viecher erinnern echt an... Ah, ich weiß nicht mehr. Sadako, glaube ich, aus The Ring. Jo, du hast mich bemerkt. Das... Ja gut, sind ja auch japanische Entwickler. Liegt dann irgendwo auf der Hand, ne? Hallo? Danke, lieber Controller. Danke, hallo? Das war ja jetzt mal geil. Was war denn jetzt los? Werter Controller, danke. Cool, dass sowas passiert, während ich ihn sogar am Kabel habe. Cool. Exkrementenbedeckte Asche. Ja, dann wechsle ich gleich mal auf jeden Fall. So, und wer sitzt da jetzt? Hey, hey. So, ist die perfekte Gelegenheit. Ist ja nicht zu fassen, ey. So. So. Da bin ich wieder. Ja. Excuse me, I must have dozed off. It's rather warm in here. Well, hasn't it been all too long? It's good to see you. Oh, I seem to have missed my chance, so... I, Siegfried of Katarina, offer my deepest gratitude. And a little surprise to go with it. It's all yours. Ja, auch ein Wunder, danke. Won't you join me for dinner? I make a fine Esther soup. I've got some stewing right now. Even we undead deserve a little normalcy from time to time. And finally, upon this rendezvous, let us make a toast. To your valor, my sword, and our sworn duties. Long may the sun shine. Prost! Have you heard? Somewhere, hidden right here in Irithyll, is a deep dungeon. And even below that, the profaned capital, home of Yorm, the reclusive giant lord.
That reminds me. I've a grave promise to keep. Oh. Sorry. I'm afraid I've cast a cloud over things. Yup. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Hm. So. Gut. Ja, schlafen gibt's dann auch. Weiter geht's. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Ich weiß noch, da oben stand, glaube ich, so ein Bogenschuss-Hoshi. Deswegen erstmal... So. Genau. Hallo. Danke. Oh. Holla. Zaubern! Okay. Oh, oh, oh. Ah, okay. Puh. Okay. Göttlicher Segen. Sowas hinterlassen die. Krass. Ja, die sind schon so eine Hausnummer für sich, die Herzchen. Oh, ist ziemlich zeitgleich. So, da oben steht der Fuzzi nämlich. Wie war das noch? Genau. Scheiße! Alter. Die sind echt... Ach, geh weg. Ja, hätte er noch ein zweites Mal. So, komm. Er lebt noch. Jetzt aber nicht mehr. Zwei große Titanitscherben. Aber erstmal ein Magiesnack. Hallo? 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 Ah, ich hab's geahnt. Das ist wieder dieser Sekundenbruchteil im Arm. Wie mir der Speer einfach im Arm steckt. So, eins. Oh.
Tschüss. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, dieser Phaser-Effekt. Ui, Silberrittergamaschen. Aber die sind wahrscheinlich viel zu schwer. Oder kann ich gar nicht tragen. Maus Großhammer, ja, genau meine Waffe. Nochmal einen göttlichen Segen, sehr gut. Ja. Ja, den Shortcut möchte ich schon noch öffnen, aber. Ach Gott, da wurde, kam ja noch ein Invader, ne? Mistkerl. So, Freundchen. Alter! Was hat der denn da für lustige Krallen? Oh oh! Das ist ihn so ein Düsterheimer. Nee! Oh, ich hab keine. Oh, der ist ganz schön. Tschüss! Gar nicht, tschüss. Oh oh. Mist! Oh 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 oh. Ja. Hey! Mist. Nicht gut. Puh, beschleunigen dann auf einmal. Huch. Meine Güte, ist der hartnäckig. Nix. Nervst. Mann, oh Mann. Mannikin. Bleicher Schatten von Londor. Ja, mach's gut. Ja, toll. Ach, ich hab noch zwei wiedergekriegt. Das ist ja schon mal... gut. Wo sind denn die Hunde jetzt? Naja, sicher ist sicher.
Da sind die beiden Herzchen. Alter. Gibt es was Nervigeres in From Software Games? Oh, da vorne ist auf jeden Fall. Da gehen wir aber jetzt noch nicht weiter, sondern wir bringen erstmal. Ach so, das ist nur so eine Schattierung. Die Seelchen ins Trockene. Und öffnen den Shortcut. Als ob. Als ob der Spacko mir bis hier oben. Ja, ganz sicher, ey. Ha. Mann, 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 da hinten ist ja auch noch ein Item. Ah, okay. Welcome home. Achso, da hatten wir ja was, genau. Ashen One, this is much like what lies within me. Then let it find its own place within my bosom. She will understand. We are both fire keepers after all. Forgive me, sister. May the flames guide thy way. Very well, then take nourish. Farewell, Amin. So. Nehmen wir ruhig den Chlorantiering. Den haben wir ja auch noch. So. Hier lang. Tschüss.
Ah. Da hätte ich ja ein Item hingepackt. Aber gut. Hätte, hätte, Fahrradkette. So, hier gehen wir lieber an der Seite entlang. Ah, das war zu voreilig. Okay. War noch nicht alle da. Dann Mist. Das hätte jetzt ja nicht passieren müssen, aber gut. Was soll's. Gott, da oben kommt jetzt noch ein Sensensören, ne? Eieieiei. Alter, der hat mich schon entdeckt. Rechtzeitig ausgeschaltet. Okay, das habe ich falsch einge... Hey! Alter! Alter, in einer Waagschale, ey. Hey! Diese Kamera manchmal, ne? Mit deinem beschissenen... So, jetzt komm! Und zack! Mann, oh Mann. Ah, da erscheinen Hilfssymbole. Schwarzhand... Okay, das ist ein NPC. Nicht versucht parieren. Ich möchte nicht die Nachricht lesen. Null. Okay, und das ist menschlicher Helfer. 007 in geheimer Mission. Wobei, so geheim ist die Mission gar nicht. Herrlich. Ja, 16.000. Und hier. Ach, da war einer im Weg. Noch? Ja. So nicht. Herzchen. So aber nicht. So, Shortcut. Wer zum Teufel... Ich wollte eigentlich da unten die Feuerhexe noch mitnehmen.
Ah, da wollte ich mir die Rüstung mal angucken. Egal, kann ich gleich eben machen. Gracious. Passing fine ash. Ja. Ach nee. Verkaufen wollte ich ja. Ashen. Welcome, husband. Very well, then hey. Wirklich Kondition. Habe ich noch einen? Nee. Ich wollte schon sagen. Gott, kriege ich das Timing noch mal hin? Wird sich zeigen. Okay. Okay, nee, falsche Richtung. Ach, da liegt ja noch eine Seele. So. Oh shit. Nein! Nein! Ey, wie ätzend nervig das ist, ne? So. Hallo, danke. Vielleicht nicht irgendein... Hallo? Gut, das war nix. Ja, danke. Erstmal wieder rein. Komm. Nein. Oh, wie dumm. Jetzt.
Ja. Okay, da hat er aber dann ganz schönen... Da kann der ganz schöne Distanz überbrücken. Okay. Nein! Okay. Nein! Muss der denn ausgerechnet jetzt dann sowas machen? So, heilen. Oh! Ja, du kannst das auch. Ich merk das. Ja, es ist... Haha. Ich sehe nicht. Danke. Okay, nee, so einfach ist das doch. Nee. Der davor steht. Ich sehe nichts. Hm. Ja, danke, liebe Zielanvisierung. Hey! Ja, toll. Das war mal wieder die Zielanvisierung. Dankeschön. Kann man schaffen, ich brauche aber gar nicht so viel Magie. Das heißt, ich ändere ja eben kurz nochmal um, dass ich nochmal lieber einen Estus mehr habe. Ist machbar. Wie gesagt, ist das erste Mal, dass ich Magier spiele. Überhaupt bei Dark Souls. Mein Gott. So. Pretty, be carefully. Ja gut, und zu Beginn wurde ich ja, hatte ich ja gleich noch einen mitgekriegt von diesem einen dämlichen Hohepriester-Ritter. Fuzzi? Erstmal am Rumflemmen hier. Verschwinde! Nein!
Ach Mist, ich bin nicht. Er hat mir sonst nicht solche Probleme gemacht, der Knilch. Der Gevatter. Ja, weich schön aus. Von wegen ausweichen hier. Das gibt's doch nicht. Nee. Kommt so eine Kombo. Nein, falsch. Oh, dumm. Verzöger doch nicht so. Nee, das hat keinen Sinn. Der war zu viel. Das kann ich echt noch nicht einschätzen. Ja, toll. Habe ich kein Mana mehr gleich. Scheiße, Mann. Weil ich zu blöd bin. Ja, komm. Dann müssen wir jetzt... Ja, super. Ja, ich habe zwar gedrückt. Egal. Ja. Danke. Hä? Was war das denn? Attacke, Mann. Ja, juhu. Ach, komm. Blöd. Okay. Dass der Pfaffe mir jetzt solche
solche Probleme bereitet, ne? Noobmaster, hallo, entschuldige, hatte ich gar nicht gesehen, dass jemand geschrieben hat. Hallihallo. So. Der dritte noch, ja. Und ich bin mal wieder nicht gekindelt. Wie das dann so ist. Ja, danke! Entsteht da auch ein einsamer Kerzenlüster in der Gegend rum. Nein! Man sieht es dann schon kommen, ne? Freundchen. Ey, echt jetzt? Jetzt kann ich den 5 Schüsse versetzen. Wer, ich? Rest in Peace? Da. Mal sehen. Mit dem Quality Build hatte ich den Pfaffen damals nach dem zweiten Versuch. Aber wenn du... Ah, ich hab's geahnt. Aber wenn du keine Ahnung hast, wie ein Magier funktioniert, richtig, muss man ein bisschen gucken. Noch einen und dann... Ich hab's geahnt. Oh, ich dachte, er macht jetzt... Dankeschön. Ein riesiger. War sein Ebenbild gerade schon tot? Okay. Nee. Hä? Da ist es wieder. Diese Zielanvisierung ist echt... Wo schießt er denn? Alter, das gibt's doch wohl nicht.
Dumm. Jetzt verliere ich den Überblick wieder. Schade. Scheiße. Scheiße. Vergiss es. So, schlaf gut, Puppe. So. Eieieiei. Ja, es ist echt anders, als Magier zu spielen. Da muss man echt umschalten. Wie gesagt, die Diakone des Abgrunds haben mir schon Spaß bereitet. So, jetzt gucken wir erst einmal. Aha, that returned. So naja, ich bin mal wieder da. Es braucht zwar auch gewisse Stärkewerte, okay. Skaliert aber eben auch mit Intelligenz, beziehungsweise, was ist das hier? Kommt man ja immer durch. Na doch, hier ist es Intelligenz, ganz genau. Nee. Das war das zweite Schwert. Ja, von Sullivan. Aber mich würde das hier interessieren. Dann schnappen wir uns das doch gleich mal. So, braucht noch ein bisschen, bis ich es tragen kann. Aber dann. Gut. Titanit-Schuppe haben wir schon 5 Stück. Gar nicht schlecht. Aber gut, kümmere ich mich dann drum. Ah, there you are. You, well, everyone's dead or hollowed out. I might as well fetch some weapons or treasure for you. Well, thank you. Great. Ach, entschuldigt. Aus Gewohnheit drücke ich das immer weg. Ich kenne das ja schon. So. Nee, das wollte ich gar nicht. Welcome home, Ashen One. Speak very well, then hey.
Ashen One. Nee. So, ich merke auf jeden Fall, vor allem wenn man einen großen, schweren Seelenpfeil verwendet, ist die Ausdauer ratzfatz von dannen. So. Gut, und dann können wir demnächst anfangen zu stufen. Ah, der andere ist schon weg. Das macht aber nichts. Starten wir mal eben neu. Jauchküchlein ist auch so eine Bezeichnung, ne? Die geht durch alle Teile durch. Gott, das ist ja hier auch so ein PvP-Gebiet, ne? Okay, da müssen wir jetzt gucken, wie wir da jetzt vorgehen. Hier wird nicht einfach rumgesessen. Ah, okay. Gegen Finsternis gedöns. Manchmal denke ich mir auch einfach nur, ich gehe ins Bett oder so. Mann. Ey, ehrlich. Ja, von wegen. Hä? So, jetzt aber.
Sie bringt Seelen. Markierst du sie bitte? Danke. Ja, von wegen, ich will dich nicht knuddeln. Dieser Roundhouse-Kick. Alter! Nein! Ey, heute ist nicht mein Tag. Das ist aber schön, wie ich so durch sie durchglitsche. Das war ja traumhaft schön. Nee, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Mann, Mann, Mann. Oder mein Abend. Oder überhaupt. Hoffentlich wird das morgen besser. Alter, als... Habe ich hier was übersehen? Nee. Oh, die lasse ich jetzt auch. Nur da hinten gab es erstmal nichts. Ach, da ist er. Ist auch. Ja, auch so ein Kleriker-Ding, ne? Also hat magischen Schaden, aber skaliert nicht damit. Nee. Dann auch hier. Aber die Arena ist nach wie vor sehr beeindruckend. Also Gebäude bauen und so können From Software ja wirklich, wirklich gut. Wenn du die... Abschätzen. Nein, genau. Ja, super.
kann ja was wegstecken. Alter, weil der eine noch im Weg stand, ne? War die Reichweite weit genug, ey. Gut, öfter mal einen Blick auf jeden Fall auch in den Chat werfen. Das tut mir nämlich jetzt leid, dass ich da jemanden übersehen hatte. War keine böse Absicht. Ja, da sind die zwei schon aufgeschreckt. Komm mal hoch, genau. Ja, Nummer zwei. Hallo. Ja, ich ahnte es, dass das nicht mehr ganz reicht. Ja, komm, dann mache ich jetzt hier weiter. Wenn man ein bisschen ein Gefühl entwickelt hat. Ja, sehr gut. Zack. Dann geht das mit Magie relativ einfach. So. Aber dieses Gefühl muss man halt auch erstmal entwickeln. So, von denen standen, glaube ich, zwei wieder auf. Einer davon war... Ja, der... Nein, das ist schlecht. Schlaf gut. Ja, die sind mit Magie natürlich sehr einfach. Gut, aber daran merkt man natürlich, wie unterschiedlich das so ist mit den Spielweisen. Manche Gegner sind echt einfach, wieder andere Gegner sind als Magier, das gilt auch für Endgegner, echt schwierig. Wie gesagt, bei den Diakonen war ich das Problem. Oder war das hauptsächliche Problem, dass ich da den Diakon, den ich treffen musste, nie getroffen habe, weil immer irgendein anderer Fuzzi im Weg stand. Ey. Und ich dann irgendwie mit dem Astora-Großschwert da durchmähen musste. Ach so, ja. Ach du liebe Zeit. Ja, bevor ich das aber mache... 26.000 Seelen. Nee, ganz ehrlich. Das riskiere ich jetzt nicht. Da bin ich doch Noob genug, um jetzt einmal nach Hause zu bohnen. 27 Homeward Bones.
Okay, zeigt, wie wenig ich eigentlich Homeward bohne. War da wirklich 27 oder war das irgendwie nur ein Knick in der Optik? Oder habe ich irgendwann in der vergangenen Folge mal welche gekauft? Na, wo sind sie denn? Tatsache. Alles klar. Kann man machen. Welcome home. Very well. Take. Mal kurz gucken. Nee. Ah, hier wird das durch Zauberei gesteigert. Intelligenz steigert den Schaden, ne? Ah, das ist jetzt so ein Für und Wider, ne? Ich nehme jetzt was ganz anderes. Ich steigere jetzt Stärke, damit ich das eine Schwert tragen kann. So. Ah, meine Kontaktlinsen machen mir Probleme gerade. Ja, die Uhr sagt auch 12:45. 2 Stunden, gut 2 Stunden aufgenommen. Das ist dann eine gute Gelegenheit, um erstmal Adieu zu sagen. Es war mir mal wieder eine Ehre, mit Gandalf Lermin zusammen eine... Moment, nee, falsche Seite. So, mit Gandalf Lermin zusammen eine Runde Dark Souls 3 zu spielen. Ja, wir haben den Pontiff besiegt. War doch schwieriger, als ich dachte. Jetzt habe ich natürlich große Angst vor dem nächsten Boss. Aber gut, Herausforderungen sind dazu da, um an ihn zu wachsen. Ich bin sehr gespannt, was das gibt. Insofern wünsche ich euch eine gute Nacht. Morgen ab 1 Uhr mittags circa bin ich mit dem Ben hier online und wir zocken eine Runde Elden Ring. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das gibt und ob wir dieses Mal endlich mit unserem Benreon Margit legen werden. In meinem privaten Walkthrough habe ich ihn halt schon, aber naja, mit dem Ben zusammen wird sich das, denke ich, morgen ganz gut ergeben. Bis dahin macht's gut und ja, eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich mach den Stream jetzt aus.